Flamur Schäule, Mittwoch, der 16. März 2022. Fünftens, Gliederung des Kantons. Erstens. Gemeinden und interkommunale Zusammenarbeit. A. Gemeindeart. Politische Gemeinden, Artikel 60. Absatz 1. Die politischen Gemeinden sind Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie setzen sich aus der Gesamtheit der Personen mit Wohnsitz im Gemeindegebiet zusammen. Absatz 2. Sie sind zuständig für alle örtlichen Angelegenheiten, die nicht in den Kompetenzbereich der Bürgergemeinden fallen. Bürgergemeinden, Artikel 61. Absatz 1. Die Bürgergemeinden setzen sich aus den Gemeindebürgerinnen und Bürgern mit Wohnsitz in der Gemeinde zusammen. Absatz 2. Rechtsstellung, Aufgaben und Organisation der Bürgergemeinden sowie der Zusammenschluss mit der politischen Gemeinde richtet sich nach dem Gesetz. Da geht es wieder mit B. Interkommunale Zusammenarbeit und Zusammenschluss. Interkommunale Zusammenarbeit. Artikel 62. Absatz 1. Die Gemeinden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Gemeinden oder Organisationen zusammenarbeiten. Das Gesetz sieht vor, dass Gemeinden zur Zusammenarbeit verpflichtet werden können. Absatz 2. Das Gesetz regelt die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Auslagerung von Aufgaben und gewährleistet die politischen Mitwirkungsrechte. Zusammenschluss, Artikel 63. Der Zusammenschluss von Gemeinden wird durch Gesetz geregelt. Förderung von interkommunaler Zusammenarbeit und Zusammenschluss. Artikel 64. Der Kanton fördert die interkommunale Zusammenarbeit und den Zusammenschluss von Gemeinden, um die zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen.
C. Stellung und Organisation. Gemeindeautonomie, Artikel 65. Absatz 1. Die Autonomie der Gemeinden ist gewährleistet. Ihr Umfang wird durch das kantonale Recht bestimmt. Absatz 2. Die Gemeinden sind insbesondere befugt, ihre Organisation zu bestimmen, ihre Behörden und Verwaltung einzusetzen sowie ihre finanziellen Angelegenheiten selbstständig zu ordnen. Organe, Artikel 66. Absatz 1. Die obligatorischen Organe der politischen Gemeinden sind erstens die Gesamtheit der Stimmberechtigten, welche ihre politischen Rechte in der Gemeindeversammlung oder an der Urne ausüben. Absatz 2. Der Gemeindevorstand. Absatz 3. Weitere Behörden nach Maßgabe der Gesetzgebung. Absatz 2. Die Gemeinden können die Gemeindeversammlung durch ein Gemeindeparlament ersetzen oder ergänzen. Aufsicht, Artikel 67. Absatz 1. Die Regierung übt die Aufsicht über die Gemeinden und die Träger der interkommunalen Zusammenarbeit aus. Absatz 2. Die Aufsicht beschränkt sich auf die Rechtskontrolle, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird. Absatz 3. Bei schwerwiegenden Missständen kann eine Gemeinde unter Kuratel gestellt werden. Nachher geht es weiter mit zweitens Regionen.